und herzlich willkommen zu einer weiteren Video-Review bei mir auf dem Kanal. Und zwar heute mit einem Doppelpack der Star Wars, Rogue One, Star Wars Story Toy Line von Hasbro. Und zwar ein Doppelpack, was jetzt auch schon etwas länger halt in Deutschland erhältlich ist. Und zwar Base Malbus, der Kumpel hier von Schwert Invi, mit einem Stormtrooper. Ist halt diese Versus gegen, ne, Geschichte, kennen wir. Und hinten ist auch mal so ein bisschen Begleittext drauf. Die bittere Realität seiner vom Imperium besetzten Heimatwelt hat den pragmatischen Soldaten Base Malbus abgehärtet. Er ist ein Meisterschütze an seiner schweren Repetierkanone und stellt sich bei der Besetzung von Jedha mutig gegen die imperialen Stormtrooper, die todbringenden weiß gepanzerten Anhänger des galaktischen Imperiums. Bams! Ja, und er hat da natürlich auch so voll das Geschütz drauf. Da hinten kann man so ein bisschen sehen. Liegt auch mit dabei, weicht aber dennoch ein bisschen sehr stark von dem ab, was er halt im Film halt hatte. Gut, da hat er halt so einen fetten Granatwerfer dann auf den Schultern. Und der Stormtrooper ist dann hierbei mit einer, auch mit einem orangefarbenen Pauldron, also genau, haben wir ja schon mal gehabt, als in der Single-Verpackung. Ich habe nämlich gerade den hier liegen. Da ist er dann auch so. Allerdings, da muss man mal gucken, ich glaube, der ist doch etwas anders. Das kann nämlich gut sein. Ja, das habe ich noch gar nicht so nachgeguckt. Der ist etwas anders. So, da haben wir hier noch die Beipackzettel, Warnhinweise. Filmmaker-App und dann natürlich die Aufbau- bzw. Bedienungsanleitung des Ganzen. Da sehen wir Base Malbus mit dem Teil und da, wie man ihn das Ganze dann anlegt. Das muss ich mir mal wieder zur Seite legen, weil ich baue ja immer nur Scheiße. So, schauen wir mal auf den guten Base. Zum Glück machen sie jetzt nichts mehr mit diesen komischen Gummis. Also die Figur gefällt mir. Außer der Schlitz auf dem Rücken. Da. Da hat er nämlich dann so ein Ding zum Einklicken. Aber das Gesicht finde ich cool. Also der sieht schon aus wie, ne, Base im Film. Also schon ganz geil gemacht. Doch, also der Headsculpt ist mal wieder, der ist gelungen. Im Gegensatz zu dem Poe, den ich da vor ein paar Wochen dann mal vorgestellt habe. Auch die Farbgebung ist cool. Er hätte vielleicht so ein bisschen mehr Weathering haben können auf dem Brustpanzer. Ich glaube, er sah schon ein bisschen abgenutzter und abgewetzter aus. Die Beinstellung ist ein bisschen komisch. Kann aber auch daran liegen, dass man den irgendwie so da hinstellen muss, damit er dann besser steht, wenn er jetzt sein Geschütz umkriegt. Nö, finde ich cool. Das ist mal wieder was Erfreuliches. So, sein Blaster ist hier so ein bisschen eingerastet. Schauen wir uns erstmal seinen normalen Blaster an. Jetzt nicht unbedingt dieses fette Teil. Ah, da muss ich leider doch ein bisschen was schnippeln. So komische. Ah, toll, Klappen weg. Ach Mensch, Leute, macht doch nicht mal sowas. So vollkommen unnötig, diese Krütze. Echt mal. Kriegt es auch nicht zu greifen. So, reiß ich es ab. Jo, da ist der andere Teil. Schnurps. Das ist also das Teil, was er auch im Film hat. Ne, sein Zerkanister sieht auch so geil aus, will ich auch haben. So als Teetopf oder so. Schon ganz nett. Das steckt man, aber wird nicht reingeschoben, das wird hier bloß reingesteckt. Ich dachte sonst, das wäre so eine Art, wie so ein Schwalbenschwanz, den man dann so von oben reinschiebt. Aber das geht nicht. Nein, man muss es von hinten halt fest aufpressen. Hält aber ganz gut. Noch. Gucken, wenn ich mit ihm hier durch bin. Also klar, Artikulation, Kugelgelenk im Kopf. Wegen der Haare kann der Kopf jetzt nicht ganz so stark bewegen. Dann halt die Scheiben, Gelenke, Armen und Beinen. Aber das ist ja bei den Basic-Figuren allgemein so. So, dann können wir ihm jetzt auch den Blaster in die Hand geben.
Und das ist ja auch, wie gesagt, der Blaster, den. Ja, die Hand ist ein bisschen klein. Oh, die Hand ist aber sehr, sehr klein ausgelegt. Muss hier ein bisschen die. Ah, man kann die Finger so ein bisschen aufbiegen. Oh, dann muss dann schnell sein. Zack, das Ding da rein. Und dann, wenn das Gummi wieder ein bisschen zurückgeht, dann hält das auch etwas. Hält da ein bisschen schief. Okay. Kann ein bisschen hindengeln. Dann passt das und dann kann er auch noch stehen. Hier vorne ist fies. Da ist ein Delle im Tisch. Da vorne. Da zieht ihm dann das Ding doch so ein bisschen nach hinten. Also da braucht man dann doch einen Stand. Verdammt. So, Packholz sind gut. Auch tief genug. Steht also so dann ganz gut da drauf. Und macht also doch einen ganz schlanken Fuß. Ja, also das ist doch schon mal ganz nett, würde ich mal sagen. So, da hat er jetzt noch das andere Zubehörteil dabei. Dann haben wir so einen Gurt nochmal. Dann das Geschützding und zwei Granaten, die von der Formgebung finde ich ein bisschen komisch aussehen. Warum sehen die so komisch aus? Gut, hier vorne ist wieder Gummi, das heißt also hier hinten ist auch das. Ah, die sind auch wieder aufgesteckt. Also wir haben hier vorne dann diese Gummiaufsätze wegen der Verletzungsgefahr, weil diese Stäbe ja dann doch recht starr sind. Die auch, glaube ich, ein bisschen anders aussehen. Ja, die sehen beide etwas anders aus. Hier haben sie so ein bisschen Weathering dran gepackt, sieht aber etwas, ja, ein bisschen billig aus, finde ich. Also mehr so ein bisschen, sieht mehr, ist mehr so Glitter anstatt Weathering. So, das Teil kommt dann wohl hier unten rein. Plöpp. Und sonst, doch, da ist noch ein Teil. Und dieses Teil, da ist wieder das Teil, der Schlitz, den er dann auf den Rücken da einrastet wohl. Und das Ding, das muss man dann, ah, hier ist so eine Art Nut und Föde. Kann man das dann noch irgendwie reinschieben. Achso, und da klickt dann auch eine, dann hoffe ich auch mal wieder, dass man das rauskriegt. Ach nee, das geht dann andersrum. Wie läuft denn der? Ist er? Muss doch gucken. Achso, man schiebt den von oben rein. Okay, von oben. Von oben, klar, und dann geht er auch nicht wieder raus. So. Okay, kann man das hier immer noch so ein bisschen dann anpassen an die Figur. Wo ich den so echt ganz nett finde. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen weicher, dass man dann den Arm schon auch wieder runtersetzen kann. Gut, sein Gurt dann natürlich hier hinten ein bisschen, weil er ist doch ein bisschen starr, aber trotzdem, es geht. Ja, man kann ihn dann auch so hinstellen, das sieht dann auch gar nicht mal so übel aus, finde ich. Ja, kann man machen. Also von dem bin ich begeistert. Also er ist echt, echt super. Und natürlich auch wieder so ein bisschen Spielkram dabei, klar. Aber das finde ich jetzt nicht allzu tragisch. Jetzt legt man das da so. Jetzt kriege ich das Ganze in die Hand gelegt. Muss dann die Hand da irgendwie durchstecken. Das liegt auf der Hand. Das kommt da in die Hand. So, will ich jetzt nicht allzu doll rumbiegen. Stehen würde er wahrscheinlich mit dem fetten Teil wieder nicht. Das ist dann mehr so zum Spielen und Halten. Aber dazu habe ich ja meine Platte hier liegen. So, und dann haut man da oben die Granaten rein. Eine ist länger, eine kürzer. Eins Ding steht weiter zurück, das andere nicht. Dann schiebe ich mal die kurze in das lange. Und das lange in das kurze. Huch. Andersrum. So rum. Passt nicht. Rastet nicht ein. Ich raste aus. Warum ist das so? Nicht ein.
Sind halt auch unterschiedlich? Nee, die sind gleich. Aha. Okay, dann muss man das doch so machen, das Lange in das Lange und das Kurze in das Kurze. Na gut. Jo, da hat das Ding auf den Schultern. Dieses mächtige Gerät. Und dann plöpp, plöpp. Kann man auch einzeln das Ganze abfeuern. Da sind also ein, die beiden sind dann auch so nicht gekoppelt. Die sind einzeln. Gut, Basin Malvis jetzt mit seinem mit seiner Riesenwumme hier auf den Schultern, aber mit seinem normalen Repetierblaster, Repetiergewehr, finde ich den super. Das macht zwar jetzt so die anderen Sachen nicht wett. Gerade den Striker, da war ich dann doch etwas enttäuscht. Um nicht angepisst zu sagen. Nein, ich bin nicht angepisst. Alles schön. So. Und dann kommen wir zu dem Stormtrooper, der bei liegt. Gucken, ob ich den Blaster hier so auskriege, ohne. Ja. So ein bisschen mit Tesa eingepackt. Den Basen mal wieder an die Seite gestellt. Ich hoffe mal, dass der so steht, dass ich auch ohne Basen stellen kann. Ohne. Das würde zur Not gehen. Wie ich die nachher nochmal zusammen hinstellen kann. Also der Trooper. Ich guck mir nochmal eben den Base. Ne, wir brauchen ihn nochmal angucken. Das ist uns alles. Sieht alles gut aus. Dann der Trooper hat diesmal keine extra Brustplatte bei. Das Pauldron sitzt also gleich oben an der Figur dran. Das trägt also im Brustbereich nicht wieder so dick auf. Er hat hier oben auch so einen kleinen Pouch dran. So eine kleine Tasche. Headsculpt sieht auch wieder gut aus. Allerdings irgendwie ein bisschen deformiert so von der Seite. Also der Guss ist vom Kopf jetzt nicht ganz so schön. Bemalung sieht aber soweit okay aus. Ja, das ist mehr so eine Beipackfigur. Obwohl die Beine von Glanzgrad schon wieder ein bisschen besser hinkommen. Dann von der Seite. Okay, die kleinen Details am Helm sind zwar da, aber er wirkt so ein bisschen bäulig. Der Handschutz sieht auch nicht so prall aus von der Bemalung. Hinten das 011, ein Donut und zwei, ach scheiße, wie heißen denn diese Süßigkeiten, diese Gebäckstücke? Aber sonst, boah. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, also der Bass ist cool. Vor allem jetzt am iPod. Da, sieh jetzt erst auf den iPod. Ein alter natürlich. Gut, schauen wir uns den nochmal mit dem Stormy an, der bislang rauskam. Mit dem Einzelnen, von dem war ich ja sehr, sehr angetan. Da sieht der Helm auch irgendwie cool aus. Der glänzt auch mehr und der sieht mir jetzt so gummimäßig aus. Ich will mal kurz einen Blick auf die Kugeln werfen. Da sieht man halt auch, dass der Hals nicht ganz bis oben hin bemalt ist, aber die Kugeln. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, ich würde auch sagen, der Torso ist ein anderer. Der passt da nicht drauf. Aber der passt da drauf und wackelt. Also die dadurch, dass die Kugel eine andere ist hier. Schöner Rotationskopf. Dadurch, dass die Kugel eine andere ist, kann man schon sagen, dass der Torso oben ein extra eigenes Werkzeug ist. Ich mache ihn jetzt mal ohne Polo und dann kann man das besser unterscheiden. Da kann man sie sich besser anschauen. Er wirkt auch so jetzt ein bisschen gelblicher. So wie eine Vintage-Figur, die zu lange in der Sonne gestanden hat. Er hat aber dafür dann diese Elemente auf der
im Bauchbereich bemalt, was der andere ja nicht hatte. Von der Seite ist, da kann man schon sehen, das ist nämlich das, was hatte ich beim letzten Mal auch übersehen. Aber dazu gleich mehr, wenn wir hinten am Helm angekommen sind. Aber auch die Druckung selber unterscheidet sich auf den Wangen, im Wangenbereich. Aber von den Details ist der ja doch, die Arme sind auch andere. Das kann man jetzt an den Unterarmschonern kann man das sehen. Und auch die Beine, jetzt der Abstand zwischen Schienbeinschutz und Oberschenkel ist bei der anderen, bei dem neuen jetzt größer. Und von hinten kann man halt auch schon mal dann die Bemalung am Helm sehen. Diese beiden grauen Partien waren jetzt bei dem Single Carded halt nicht da. Es sind feine Details, aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Figur. Bei den Beinen, obwohl da siehst du ja, könnte es auch an der Bemalung liegen, dass da halt mehr bemalt ist, da weniger bemalt ist, aber ich würde mal doch sagen, dass. Nee, das sind unterschiedliche Figuren. Der eine hat, der auf der Basic Card, der hat runde Packholes und der hat halt die achteckigen, nee, sechseckigen, ja, sechseckig. Die sechseckigen Packholes und der hat halt, wie gesagt, runde, also zwei unterschiedliche Figuren. Obwohl sie so gesehen schon gleich aussehen, aber sie unterscheiden sich in kleinen Details. Dann nochmal schnell einen Blick auf die Blaster geworfen. Oben der neue, unten der alte. Mhm. Oben der neue, das ist der neue. Und der alte. Da sind so ein paar Merkmale. Das Griffstück ist zum Beispiel nicht geriffelt bei dem neuen. Also auch da ein neues Tooling. Und gerade wenn man die Figuren einzeln gebraucht Dose kauft, sollte man schon darauf achten, dass dann auch die richtigen Figuren dabei sind. Gut, okay, wenn es jetzt einfach bloß um Spielen geht, ist es Schnurz. Wenn man die Figuren sammelt, sollte dann schon die richtige Waffe bei der richtigen Figur sein. Manche sagen, ja, was soll das, ist ein Blaster, der sieht genauso aus, aber es gibt dann doch schon, es gibt Unterschiede beim Sammeln. Also entweder das hundertprozentige, dass also wirklich dann das Zubehör auch wirklich stimmt. Bei den Vintage-Sachen ist es ganz extrem, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber auch bei diesen Sachen sollte dann die Figur so in dem Zustand sein. Ja, wie sie halt auch dann aus der Packung kommt. Es kann immer mal ein paar Variationen geben, aber jetzt in dem Fall würde ich mal sagen, es lag auch ein bisschen Zeit dazwischen. Das Produktionsort kann vielleicht jetzt auch wieder ein ganz anderer sein, dass da ganz andere Werkzeuge halt vorhanden sind. Okay, so, jetzt haue ich dem erstmal sein Pauldron wieder auf den Kopf. Achso, hier bei der Figur war es ja so, dass der dann halt an dieser Brustplatte, die man absprengen kann, mit dran war. Das heißt, man kann den also ohne Probleme als ganz normalen Stormy einsetzen. Und der hier ist dann halt ein Offizier. Ich weiß nicht, ob es ein Squad Leader mit der Orangen ist, weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. So, Waffe nochmal in die Hand geben. Aber das geht auch super. Dann muss ich den da irgendwie mal versuchen, irgendwie hinzustellen, dass er mir umkippt. Weil ich habe bloß einen Stand hier und den anderen muss ich jetzt aufstehen. Schauen wir erstmal den Base hin. Knurr. Ja, da ist mir der eine Pack leider abgebrochen, sonst hätte ich jetzt beide halt auf eine Base stellen können. Ja, brauche ich ein bisschen vor. So, dann geht das auch. Ja, so viel dann zu dem Doppelpack Base Malbus vs. Imperial Stormtrooper. Steht da vielleicht auch was drauf? Nö, einfach nur Imperial Stormtrooper. Also kein Offiziersgrad oder sowas angegeben. Da. So viel dann zu den beiden Figuren. Also Base absolut cool. Und
der Umfeld hat verloren, würde ich mal sagen. Dann bis zum nächsten Mal, freue mich auf euch und bis dann. Ja, bis dann. Ciao.